errichtet Gebetsgruppen, die Jesus an die Menschheit gewidmet sind. Mittwoch, 16. Mai 2012, 17.38 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, ich muss all jene, die an mich glauben, betont darauf hinweisen, dass es wichtig ist, für jede eurer Nationen zu beten. Um das wirkungsvoll zu tun, müsst ihr Gebetsgruppen bilden, die Jesus an die Menschheit gewidmet sind. Benutzt diese Gruppe, um alle die Kreuzzugebete zu beten, welche euch gegeben worden sind. Meine Tochter, Maria, wird veranlassen, dass diese in einer Weise bereitgestellt werden, die es euch erlauben wird, sie überall zu drucken, wo auch immer ihr in der Welt seid. Bitte breitet mein heiliges Wort unter allen Mitgliedern des Klerus aus. Einige werden meine Botschaften ablehnen. Andere werden sie mit Liebe in ihren Herzen umarmen. Jedoch werdet ihr zum größten Teil verspottet und in meinem heiligen Namen abgewiesen werden. Ihr werdet leiden, wie meine Apostel gelitten haben, und ihr werdet in einigen Kreisen meiner Kirche auf Erden lächerlich gemacht werden. Diese verbalen und beleidigenden Beschimpfungen werden intensiv sein, und ihr werdet verletzt werden. Aber ich sage euch Folgendes: Denkt daran, dass der Hass, der euch gegenüber gezeigt wird, beweisen wird, dass tatsächlich ich es bin, euer Jesus, der mit euch vom Himmel ausspricht. Wegen dieses Leidens werde ich dafür sorgen, dass ihr euch immer wieder jedes Mal erhebt, wenn ihr zu Boden gestoßen werdet. Ich werde euch aufheben und euch stärker machen als zuvor. Warum tue ich das? Ich tue es deshalb, damit ihr fähig und stärker werdet, um mein heiliges Wort zu verbreiten. Denn nur dann werdet ihr größere Geschenke erhalten, mit denen ich euch durch meinen Heiligen Geist ausstatten werde. So erhebt euch und setzt euch in Bewegung, um eure Nation vorzubereiten, so dass sie es erhalten werde, nämlich die Rüstung, die erforderlich ist, um dem Zeichen des Tieres auszuweichen. Vergesst niemals die Wichtigkeit des Siegels des lebendigen Gottes. Es wird euch und euren Familien Schutz bieten, nicht nur einen spirituellen, sondern auch einen physischen Schutz. Ihr seid gesegnet, dass ihr das Siegel bekommt, und es ist eure Pflicht sicherzustellen, dass überall so viele Kinder Gottes wie möglich es bekommen. Denkt daran, ich stehe jede Minute all meinen Anhängern bei, und wenn sie mein Werk ausführen, werden sie besondere Gnaden erhalten, um sie tapfer, stark und entschlossen zu machen, um die Seelen jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes in der Welt zu retten. Euer geliebter Erlöser.